einer weiteren Ausgabe von Klein Coaching und Consulting Services. Hallo, hier heute aus München und heute geht es um das Thema Testballon. Testballon ist eine sehr interessante Geschichte. Definition Testballon, ja, einfach mal antesten, einen Pilot sozusagen oder auch Testphase genannt. Das heißt, ein Unternehmen ist auf der Suche nach einer, entweder nach einer Benchmark, das heißt nach einem Vergleich der Ist-Situation. Und um überhaupt die Ist-Situation vergleichen zu können, ist dieses Unternehmen auf der Suche nach weiteren Dienstleistern, zum Beispiel im Telemarketing. Und und setzt diesen Dienstleistern gleichzeitig, soweit dies überhaupt möglich ist, vergleichbar ist, denn die haben wahrscheinlich dann unterschiedliche Datensätze und so weiter, aber letztendlich, ja, diese Reihe von Dienstleistern wird dann sozusagen innerhalb, sagen wir mal, 4 Wochen eine Pilot, eine Testphase, die werden in dieser Testphase ausgesetzt und dann am Ende dieser Testphase wird dann verglichen und ja, der Beste gewinnt eben und die anderen fallen in der Regel weg und und das ist eben eine sehr interessante Geschichte, denn viele Unternehmer oder viele Marketingabteilungen, Direktoren und so weiter, die sind immer wieder auf der Suche nach diesem sogenannten Testballon. Selbst wenn sie bereits einen Dienstleister haben, die meisten haben ja schon einen oder erledigen vieles auch in-house, was Telesales und so weiter betrifft, da sie einfach immer wieder gerne auch ihre Fühler über den Tellerrand sozusagen ausstrecken, so alle Jahre mal wieder, um einfach hier die Marktnähe nicht zu verlieren, ja, was denn da draußen noch an sonstigen Dienstleistern, neuen Dienstleistern ist und so weiter, vielleicht besseren, die es besser machen oder anders machen oder wie auch immer. Ja. Und die knifflige Geschichte dabei ist, dass ja in der Telesales oder der Telemarketing, wir reden ja hier eigentlich vom B2B, Telemarketing, also das wirklich das hohe High-Level Telemarketing, da wo es teilweise um Produktzyklen geht, Projektzyklen von einigen Wochen, Monaten, manchmal sogar Jahren. Wie kann ich denn da als Dienstleister, Telemarketing-Dienstleister in diesem High-End-Segment innerhalb von 4 Wochen überzeugen? Das ist natürlich die interessante Frage und ich versuche jetzt in diesem Video ein bisschen näher zu beleuchten, denn ich lebe ja eigentlich vom Pipelining, ja, und da gibt es natürlich einige Tricks, wo ich sozusagen vorselektieren kann und mich ganz gezielt auf nur noch ganz bestimmte Accounts oder Zielgruppen, Zielpersonen und so weiter konzentriert fokussieren kann, wo ich innerhalb von, sagen wir mal, einem Monat mit 150 Stunden Arbeitsstunden sozusagen doch sehr gut und sehr schnell Resultate erzeugen kann. Ja. Und und wer Lust hat auf diese detaillierten Tipps, ja, der kann ja sehr gerne einfach hier eine Nachricht hinterlassen über diesen Kanal und dann können wir einfach da noch mal ein bisschen im Detail drüber diskutieren und vielleicht ist ja auch der eine oder andere interessant dabei für einen Testballon. Soweit so gut zum Thema Testballon und freut mich wieder, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und tschüss, bis zum nächsten Mal, ciao.